schön, dass du wieder bei einem neuen Video von mir dabei bist. Heute wieder mit einem Unboxing. Wir sind ja mitten in der Saison und heute habe ich für dich den Maybelline, das ist die Umverpackung, den Merry Christmas Adventskranz. Also hier hast du zu jedem Sonntag kannst du ein Päckchen auspacken und ich persönlich finde das eine total schöne Idee. Ich schreibe dir auch, wie viel der kostet und ich würde sagen, ich wünsche dir erstmal viel Spaß beim Video und auf los geht's los. So, was ich toll an diesem Konzept finde, ist erstens, er ist nicht so teuer. Ich glaube, der kostet 14, 15 Euro. Ich bin schon gespannt, ob da hier nur Proben drin sein werden von Maybelline oder ob hier Full-Size-Produkte drin sein werden. Ich finde das eine tolle Alternative für diejenigen, die sich gerne einen Adventskalender zulegen möchten, aber jetzt, sage ich mal, nicht das große Geld haben, um jetzt 40, 50 Euro und höher, um einen Adventskalender zu kaufen. Deswegen finde ich das eine super Alternative, so einen kleinen. Dann hast du halt jeden Sonntag etwas, worauf man sich freuen kann, weil man zündet die Kerze an, es ist gemütlich und dann kannst du noch so dein quasi dein kleines Geschenk auspacken. So, dann fangen wir doch mal gleich an. Und zwar mit der Nummer 1, erster Advent, Let the Magic Begin und But First Lipstick. Also so sieht es aus und dann hier. So, und tatsächlich hier ist ein Lippenstift drin in der 10 Nocturnal Rose Powder Matte Ultra Matte Lipstick. Das ist der Farbton. Ich würde sagen, der wandert direkt für dich in die Verlosung. Das heißt, du kannst ja ein paar Maybelline. Ich werde ja so eine kleine Verlosungsbox zusammenstellen. Und dann kommen wir zum Nikolaus. Wow, das ist aber ein Riesentörchen. Zweiter Advent. Dear Santa, please leave presents here. Smile bright like a diamond. Das hört sich ganz nach einem Highlighter an. Wir machen es mal auf. Nee, kein Highlighter. Eine kleine Palette. Das ist die City Mini Palette. Eine habe ich ja schon und die empfehle ich dir immer wieder bei sämtlichen Videos, dass ich die über alles liebe. Das ist Diamond District, die 540. Die kenne ich noch gar nicht. Ich swatch dir mal die Farben hier. Also was ich an denen immer liebe, ist wirklich, die sind hochpigmentiert, sind super vom Auftrag, lassen sich super verblenden. Du hast hier halt in der besonderen Farbe in so einem richtig schönen Blauton. Eine Basefarbe, die wahrscheinlich hier kaum sichtbar ist. Beide Basefarben. Das eine ist mehr rosa, das andere ist mehr ins Bräunliche reingehend. Also die sieht man gar nicht, die werde ich dir auch jetzt so nicht swatchen können, ohne dass du die siehst. Dann hast du so einen Burgundi-Braunton, so ein schimmerndes, wunderschönes Gold. Die fühlen sich wirklich butterweich an. Und sie wunderschön aus. Also bis auf zwei Töne habe ich die jetzt alle geswatcht, weil die anderen Töne willst du einfach nicht sehen im Swatch. Das sind die. Mega cool. Das ist auch so eine richtige kleine Palette mit bei. Den Wert blende ich dir mal wieder ein. Dann haben wir den dritten Advent. Leave a little sparkle wherever you go. Okay. Too glam to give a damn. Oh, das klingt und sieht aus wie ein Nagellack. Gut verpackt. Wow. Den packe ich dir auch in eine Verlosungsbox mit rein. Smoked Roses. Oder Flamed Roses. Die 547 ist das. Den bekommst du auch auf jeden Fall in einer in diesem. So, der vierte Advent lässt grüßen. Under the mistle, 7 more days to Xmas. Let your heart shine through your smile. Klingt nach einem Lippenprodukt. Und es ist auch ein Lippenprodukt. So ein schöner Color Show. Die 310 Lip Current Crayon in der Berry Mush heißt der Ton. Ja, richtig schön. Das ist der Farbton. Mega, mega schön. Das ist It's Lash O'Clock Dream with Your Eyes Wide Open. Das ist eine Mascara. Mega, mega schön. Ach, die
kriegst du natürlich, weil ich habe so viele Mascara momentan, das glaubst du gar nicht. Ich bin halt Mascara und Lippenstift-Fan, deswegen, ja, was halte ich davon? Also erstmal, wow, du hast hier nur Full-Size-Produkte, also Originalgrößen, alles, hier die 5 Stück. Wie immer, den Gesamtwert dieses kleinen Adventskranzes blende ich dir ein. Ich finde das eine mega süße Alternative für diejenigen, die sich zwar so einen Adventskalender wünschen, aber gleichzeitig nicht. Also ich bin zum Beispiel ein Adventskalender-Muffel. Ich vergesse gerne Adventskläppchen zu öffnen. Aber für diejenigen, also für mich wäre das zum Beispiel mein perfekter Adventskalender, weil zum einen sonntags bin ich eh immer am Kerzen anmachen mit dem Adventskranz und dann kann man das damit verbinden. Finde ich eine mega, mega tolle Idee, dass man hier so eine kleine Alternative bietet und ist also auch nicht allzu teuer, wenn man sich vorstellt, die Maybelline-Produkte sind schon im höherpreisigen Segment drin und dann hast du hier 5 tolle Produkte und ich würde sagen, das war's von mir. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich freue mich, wenn du an der Verlosung teilnimmst und genau, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.